Hallo und herzlich willkommen zu Martins Tipps und Tricks zum gemeinsamen Musizieren. Das ist eine Triola. Und was du damit machen kannst, zeige ich dir jetzt. Die Triola ist ein richtig tolles Melodika-Instrument, gerade für die ganz Kleinen. Sie ist leicht, klein und super handlich und so auch zum Halten für kleine Hände geeignet. Für den Einstieg in die Welt der Töne somit genau das Richtige für die neugierigen Klangentdecker. Auch die vielen bunten Farben wecken die Neugier und laden zum Ausprobieren ein. Für den Anfang habe ich hier ein paar Ideen für dich. Bei den Ein- bis Zweijährigen steht wirklich nur das Ausprobieren im Vordergrund. Die Erfahrung, dass Töne durch Reinpusten und gleichzeitiges Drücken der Tasten entstehen, ist schnell gemacht. Doch um einen schönen Ton herauszubekommen, darf nicht zu schwach, aber auch nicht zu steil gepustet werden. Mit etwas Übung bekommen das auch schon die Kleinsten recht schnell hin. Denn das Instrument selbst ladet die neugierigen Zwerge dazu ein, dem Instrument Töne zu entlocken. Klar, da wird schon noch richtig viel reingesabbert. Aus hygienischen Gründen sollte daher jedes Kind seine eigene Triola haben. In der Infobox verlinke ich dir unser Video, in dem wir genau erklären, wie die Triola auch von innen reinigen und pflegen kann. So herausnehmbar. Und hier sehen wir. Bei den Dreijährigen kannst du auch schon Ideen vorgeben. Zum Beispiel, wie verändern sich die Töne, je nachdem, wie fest ich reinpuste. Also laut und leise. Tiefe und hohe Töne spielen. Tiefe Töne sind leichter zu spielen als hohe Töne, was daran liegt, dass der Abstand zu den hohen Tönen größer ist und ich somit stärker ausatmen muss, dass die Luft auch ankommt. Einzelne Töne spielen. Viele Töne gleichzeitig spielen. Alle Tasten der Triola der Reihe nach spielen, von unten nach oben. Oder von oben nach unten. Bei den Vierjährigen kannst du mit den farbigen Symbolkarten beginnen. Die Symbolkarten findest du zum kostenlosen Ausdrucken auf loiwa.de. Da auf den Symbolkarten auch die Taste markiert ist, gibt es kein Problem, dass manche Farben auf der Triola doppelt vorkommen. Jetzt zu den Symbolkarten und ein paar Beispiele. Eine Farbkarte zeigen und den Ton zum Beispiel einmal spielen. Eine Farbkarte zeigen und den Ton zweimal spielen. Eine Farbkarte zeigen und den Ton dreimal spielen. Und so weiter und so fort. Farbkombinationen legen, zum Beispiel Rot, Grün, Rot. Oder Rot, Blau, Grün, Rot. Oder alle Töne zwischen den zwei roten Tasten spielen. Das ist dann eine C-Dur-Tonleiter. Für die Kinder dieser Altersklasse ist es noch schwierig, mit allen Fingern gleichzeitig zu spielen.
Deshalb drücken Sie bei mir nur mit dem Zeigefinger. Hier noch eine kleine Anmerkung zu den Farben. Bei der Triola wird ein anderes Farbsystem als zum Beispiel bei den Boomwaggers verwendet. Du kannst also Lieder in Boomwaggers Farben nicht ohne weiteres auf der Triola spielen. Bei den Fünfjährigen kannst du mit den bunten Noten beginnen. Durch die Kombination mit den Farben und markierten Tasten auf dem Instrument sowie ganz einfache Kinderlieder wie Alle meine Entchen können Sie schon bald die richtigen Töne einer Melodie spielen. Mit dem Rhythmus braucht es allerdings etwas mehr Zeit. Damit es für die Kinder einfacher wird, ist es wichtig, dass du das Lied oft vorspielst. So prägt es sich melodisch und rhythmisch besser ein. Probiere es doch mal aus. Du wirst sehen, die Kinder werden von der Triola begeistert sein. Bis bald und viel Spaß mit der Triola wünscht dir dein Martin vom Leuwer Verlag. Musik